machen sie nicht aus. Wir reißen uns auch zusammen, weil ihr da seid, als Teil von 2115 heute Abend in der Kronen Arena, am Ende eines 109-100 von Phoenixhagen gegen die ART Giants Düsseldorf. Und die Herren zu meiner Rechten und zu meiner Linken habt ihr eben schwitzend und laufend in der Coaching-Box gesehen. Zu meiner Rechten Giants-Headcoach Florian Fapp und zu meiner Linken wie immer Phoenix-Headcoach Chris Harris. Fang aber natürlich, wie sich das gehört, mit den Gästen an. Coach, vor dem Spiel, es war viel die Rede über Offensiv-Rebounds, Dreier. Und am Ende habe ich das Gefühl, haben sie die Turnover entschieden. Teilst du das? Am Ende natürlich zu 100%. Ich glaube, wir holen in der ersten Halbzeit 9 Offensiv-Rebounds, treffen 37% Dreier, im Grunde genommen genau das, was wir machen wollen. Turnen aber den Ball nur mal auf und das setzt sich in der zweiten Halbzeit fort. Und alles in allem, das muss gut aussehen. Ich habe mit Chris vor dem Spiel ganz kurz, haben wir auch mal Melky angesprochen, der letztes Jahr noch hier war. Als es im Sommer hieß, er geht nach Düsseldorf, der geht zu Coach Flapp, habe ich gedacht, das passt wie Arsch auf Eimer. Wie macht er sich unter deiner Ägide? Und passt er tatsächlich wie Arsch auf Eimer mit nur seiner Athletik und der Tatsache, dass er gefühlt jedem Offensiv-Rebound hinterher geht? Ja. Genau so. Am Ende des Tages haben wir einen Spielertyp gefunden, der uns das geben kann. Melky setzt das zu 100% um. Hatte natürlich jetzt eine lange Verletzungsphase. Ist sein drittes Spiel erst der Saison. Aber alles in allem sind wir super zufrieden mit Melky. Hervorragend. Dann gebe ich das an Coach Harris weiter. Coach, er ist zufrieden mit Melky. Wie zufrieden bist du heute mit allen? Und wie zufrieden bist du mit diesem Firebeast JJ Mann? Also ich muss erstmal sagen, ich bin mit unserem Publikum am meisten zufrieden heute. Ich stand hier für... Ja! Also vor dem Spiel habe ich gesagt, ein bisschen unsicher nach Tübingen. Wer weiß, was noch kommt. Florian hat seine Mannschaft super darauf eingestellt. Die haben uns teilweise wirklich schwierige Dinge in schwierige Situationen gebracht, wo ich dachte, oh, vielleicht bringen wir noch ein. Aber das Publikum hat uns doch schon wieder getragen, lässt uns den Kopf nicht hacken und das war richtig enorm wichtig, hat wirklich zum Sieg beigetragen. JJ war natürlich auch nicht schlecht, nehmen wir mit 30 Konter am Zuma, das ist völlig in Ordnung. Aber muss man auch sagen, wir hatten überhaupt nicht die Intention, so schnell zu spielen mit dem Pace. Ich glaube, das war für das Publikum super, aber das war wirklich ein wahnsinniger Quote, tolle Mannschaft von dir, super eingestellt auf uns. Und am Ende halten wir fest, 109 Punkte, neuer Saisonrekord für Phoenix, 28 Assists, neuer Saisonrekord für Phoenix, 29 Punkte von JJ, neuer Saisonrekord von ihm. Bleibt ihm jetzt viel mit irgendwas, wo du sagst, das hat mir heute dann doch nicht so ganz gut gefallen, weil ich hatte zwischendurch den Eindruck, es läuft und läuft und läuft, aber wir kriegen sie nicht komplett abgeschüttelt. Er war vielleicht ein Zeitpunkt im vierten Viertel mit 14, da wo ich dachte, jetzt hier mal zwei Stops, ne? Aber die haben immer die Antwort, wir konnten einfach den Dreier nicht wegnehmen, die haben immer wieder einfach einen Dreier irgendwie in die Häuser getan und das war, glaube ich, entscheidend, dass wir die einfach nicht einfach nach Hause schicken konnten, minus 15, minus 20. Ne? Und deswegen, ich kenne wirklich nur den Hut davon ziehen, unsere Jungs von vornehmen sind Wahnsinn, sehr, sehr groß und was sie denn kreieren in die Offense, macht uns einfach das Leben sehr, sehr schwer in den Händen. Wir dieses 109-100 gerne mit. Machen uns noch einen entspannten Abend. Wünschen euch vor allem eine gute und sichere Heimfahrt. Und dann sehen wir uns spätestens in zwei Wochen gegen Karlsruhe wieder. Vielen Dank.